Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr mit dem Beantworten von Fragen Geld verdienen könnt. Ich denke, ihr habt bereits den etwas eigenartigen Titel vom heutigen Video hier gesehen und der Titel ist ja praktisch so etwas wie beantworte diese Frage und erhalte dafür 10 Euro und genau das könnt ihr auf diesen Plattformen hier tun. Ihr könnt also Fragen von Leuten beantworten und ihr erhaltet für jede einzelne Antwort Geld. Und das Schöne ist sogar, bei den meisten von diesen Plattformen können wir im Vorhinein sehen, wie viel Geld wir bekommen. Das heißt, wir können uns die Frage anschauen, können uns überlegen, okay, können wir diese Frage überhaupt beantworten und dann sehen wir auch direkt daneben, wie viel Geld wir dafür bekommen. Wir können die Antwort schreiben und erhalten dann tatsächlich auch dieses Geld. Ist wirklich eine ganz, ganz interessante Methode, über die ich bisher noch nicht so wirklich auf diesem Kanal hier gesprochen habe. Deswegen fangen wir direkt mal an mit dieser ersten Plattform hier und das ist eine auch der meines Erachtens vielversprechendsten und diese Plattform hier nennt sich StudyPool. Was genau könnt ihr auf StudyPool tun? Also die Plattform an sich bezeichnet sich als eine Micro-Tutoring-Plattform, was einfach nur bedeutet, dass ihr halt die Leute unterrichtet bzw. halt Fragen beantwortet und ihnen etwas beibringt. Das soll praktisch, sage ich jetzt mal, Micro-Tutoring bedeuten. Und wenn ihr euch zum Beispiel auskennt mit dem Thema Business oder ihr sprecht zum Beispiel gut Deutsch oder ihr sprecht eine andere Sprache sehr gut, sei es Englisch, sei es Italienisch, Russisch oder welche auch immer, oder ihr kennt euch vielleicht aus mit Mathe oder Programmierung oder was auch immer, dann könnt ihr euch hier auf der Plattform als ein Tutor registrieren und könnt anschließend dann die Fragen von Schülern beantworten. Wie genau geht das in der Praxis? Also Zahlen müsst ihr natürlich hier rechts oben auf Become a Tutor draufklicken und sobald ihr es getan habt, wird dann dieser Tab hier aufgehen. Hier haben wir auch schon so ein kleines Estimate, das heißt, wie viel Geld ihr maximal verdienen könnt hier auf der Plattform und das Estimate ist derzeit bei 7.500 Dollar pro Monat maximal. Das heißt natürlich jetzt in der Praxis, dass ihr höchstwahrscheinlich weniger verdienen werdet. Wenn ihr das Ganze vielleicht Fulltime macht und hier nonstop Fragen beantwortet, ist das sicherlich möglich, aber realistischerweise muss man sagen, dass ihr da höchstwahrscheinlich weniger verdienen werdet. Was genau passiert dann? Ihr müsst ja natürlich erstmal auf Apply Now draufklicken, da müsst ihr die Terms of Service bestätigen, dann seid ihr schon praktisch in der Plattform drin und dann könnt ihr relativ bald, sobald ihr die Bestätigung habt, von der Plattform könnt ihr anfangen, Fragen zu beantworten. Ihr könnt hier unten schon so einige, sag jetzt mal Beispielfragen sehen, zum Beispiel hier unten, why is Hitchcock considered one of the most influential filmmakers? Dafür wird man 5 Dollar bekommen oder zum Beispiel hier, financing an expansion into a new global marketplace, 6 Dollar, dann Ashford University Infectious and Chronic Disease Practice Quiz, 10 Dollar und so weiter und so fort. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Fragen, das hier sind nur so ein paar Beispielfragen und ihr könnt all diese Fragen beantworten und kriegt dafür Geld. Und jetzt kommt das wirklich Spannende, nämlich die Leute, die bisher am meisten Geld über diese Plattform verdient haben, nämlich zum Beispiel Henry Professor hat bisher 544.000 Dollar über die Plattform verdient, dann zum Beispiel Robert F. 372.000 Dollar, Agneta 326.000, Casimir 228.000 und Peach Black 174.000 Dollar mit dem Beantworten von Fragen. Ich finde, das ist echt eine unglaubliche Summe. Übrigens, vielleicht, wenn einige sich von euch fragen, bin ich hier gesponsert? Nein, ich bin wirklich übrigens nicht gesponsert. Also nicht, dass mir jetzt hier irgendjemand irgendwas vorwirft. Das sind einfach nur, wie gesagt, sehr, sehr interessante Einnahmequellen, die ich einfach mal euch hier vorstellen wollte. Und ich finde es einfach nur faszinierend, dass es halt ganz, ganz viele Fragen gibt, dass ihr euch jederzeit diese Fragen nehmen könnt und die dann tatsächlich auch, sag ich jetzt mal, bearbeiten könnt. Es könnte ja auch sein, dass einfach sich keine Fragen auf der Plattform befinden und man immer nur gucken muss, oh, hoffentlich kommt mal wieder eine Frage auf der Plattform, aber hier scheint es wirklich so zu sein, als wären nonstop Fragen auf der Plattform und ihr könnt halt nonstop auch diese Fragen beantworten, weil sonst würden auch wirklich nicht solche Summen hier bei rumkommen. Das Schöne ist, wie gesagt, dass ihr halt Reliable Income habt, das heißt, ihr könnt euch wirklich auf euer Einkommen verlassen, ihr kriegt immer wieder dieses Geld, solange ihr natürlich arbeitet und die Fees von StudyPool sind gerade mal 20%, das heißt, die wollen natürlich 20% haben, klar, die Plattform muss auch irgendwie verdienen und den Rest bekommt ihr und ihr habt halt Full Freedom and Flexibility, was einfach bedeutet, ihr könnt, wann auch immer ihr möchtet arbeiten, ihr müsst auch nur, was weiß ich, also ihr müsst nicht unbedingt irgendwie 10 Fragen am Tag beantworten, ihr könnt auch einfach gar keine Fragen beantworten, bloß mein Tipp wäre natürlich an euch und ich denke, der ist ja relativ selbsterklärend, wenn ihr viel Geld verdienen möchtet, dann beantwortet, wie gesagt, auch viele Fragen. Dann die nächste Plattform, auf der man tatsächlich Geld verdienen kann mit dem Stellen von Fragen, nicht dem Beantworten von Fragen, sondern mit dem Stellen von Fragen, ist die Plattform Quora. Und ich finde es übrigens ganz interessant, weil ich schon einige Videos zum Thema Quora-Partnerprogramm abgedreht habe und ich bin ja hier gerade in einem Inkognito-Fenster drin und glücklicherweise tauchen da meine Videos auf. Was genau könnt ihr machen beim Quora-Partnerprogramm? Also das Ganze ist eigentlich relativ einfach, nämlich ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr Fragen stellt. Und nochmal, ja, ihr werdet bezahlt fürs Fragen stellen. Das heißt, ihr stellt eine Frage hier auf der Plattform, anschließend dann, wenn ihr diese Frage gestellt habt, können halt Leute auf diese Frage zugreifen, können sie beantworten und für die Antworten bekommt ihr kein Geld. Aber
für den Traffic, sage ich jetzt mal, der auf diese Frage draufkommt. Weil nämlich Quora schaltet natürlich Werbung über die Plattform und die brauchen durchgehend neue Fragen, sodass sie Werbung schalten können, sodass die Plattform wächst und ihr werdet dann also dafür bezahlt, wenn zum Beispiel jetzt viele Leute auf die Frage draufgehen, dass sie auf die Frage draufgehen. Dafür werdet ihr bezahlt. Also praktisch für den Traffic. Heißt, je mehr Traffic eine Frage bekommt, desto mehr Geld werdet ihr tatsächlich auch hier über die Plattform verdienen. Ich war zum Beispiel früher relativ aktiv im Quora Partnerprogramm, ist eine ganz interessante Einnahmequelle, aber ist nicht unbedingt etwas für jeden und vor allen Dingen sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein und das war zum Beispiel damals mein Fehler. Man sollte definitiv ein bisschen vorsichtig sein und sollte jetzt nicht irre viele Fragen stellen meines Erachtens, sondern man sollte eher anfangs ein bisschen konservativer das Ganze angehen und vielleicht so ein, zwei Fragen alle paar Tage mal stellen und jetzt nicht unbedingt, so wie ich damals tatsächlich, Dutzende, manche sogar hunderte Fragen pro Tag. Das war wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Fixia. Fixia ist eine relativ kleine Plattform, wo ihr aber auch Geld verdienen könnt mit Fragen. Das Ganze ist ganz genauso wie auf den anderen Plattformen, nämlich hier ist es so, dass ihr halt Fragen bekommt, ihr könnt diese Fragen beantworten und werdet dann für diese Fragen bezahlt. Ihr könnt hier oben auch auf Answer Questions draufgehen und könnt euch das Ganze mal anschauen. Es gibt hier mal unterschiedlichste, sage ich jetzt mal Nischen, zum Beispiel Automotive oder zum Beispiel Household and Kitchen Appliances, Apparel and Accessories, Tools and Hardware und so weiter und so fort, also zum Beispiel Arts and Music, Sports and Outdoors und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich kenne mich einfach mit dem Thema, vielleicht sagen wir mal Sports and Outdoors aus und ich kenne mich aus mit Camping, Backpack and Hiking, da könnt ihr hier jederzeit draufgehen, könnt euch anmelden und könnt dann diese Fragen beantworten und werdet dann dafür bezahlt. Und die letzte Plattform, über die ich gerne mit euch heute sprechen möchte, ist diese hier, nämlich Just Answer. Just Answer ist eine Plattform, wo ihr halt auch jederzeit Fragen beantworten könnt und hier haben wir zum Beispiel dann Experten in solchen Bereichen wie Steuern, Anwälte, Kfz-Mechaniker, Ärzte, Tierärzte, Heimwerker, Techniker, Informatiker und so weiter und so fort. Und es gibt dann immer praktisch einfach Fragen, die Leute stellen. Ihr könnt halt diese Fragen beantworten und werdet dann dafür bezahlt. Ihr könnt hier mal hier unten auf Experte werden draufklicken und könnt euch das Ganze ein wenig näher anschauen. Es ist an sich eine Plattform, die es eigentlich schon relativ lange am Markt gibt und die ich persönlich sehr, sehr gut finde, die übrigens auch Zehntausende positive Bewertungen hat. Das heißt, ihr könnt auch mal einfach den Begriff auf Google eingeben, schaut euch die Bewertungen an. Die meisten Leute sind wirklich, wirklich zufrieden mit dieser Plattform. Und das Schöne ist auch hier wieder, ihr könnt halt jederzeit Geld, sag ich jetzt mal, mit der Arbeit verdienen. Es macht auch, klar, Geld mit der Arbeit verdienen sollte man normalerweise zumindest tun, aber ihr könnt auch Geld mit, sag ich jetzt mal, dem verdienen, was euch Spaß macht. Und das, was euch Spaß macht, ist in diesem Fall natürlich die Arbeit, das heißt das Beantworten von Fragen. Dann, ihr könnt natürlich auch jederzeit von wo immer ihr möchtet arbeiten, das heißt, ihr könnt vom Strand arbeiten, ihr könnt aus dem Hotelzimmer, ihr könnt bei euch in der Hängematte oder wo auch immer, das ist vollkommen irrelevant. Und natürlich auch, du kannst so viel arbeiten, wie du möchtest, solange natürlich Fragen da sind und könnt, wie gesagt, dann über die Plattform Geld verdienen. Ihr müsst euch halt einfach auf der Plattform bewerben, anschließend dann werdet ihr verifiziert und dann könnt ihr auch schon direkt damit beginnen, Geld zu verdienen. So einfach geht das Ganze, wirklich eine spannende Plattform, unterschiedliche spannende Plattformen. Ich denke mal, für euch wird sicherlich ganz interessant sein. Schreibt vielleicht in die Kommentare rein, welche Plattform ihr am besten findet und wo ihr gerne arbeiten möchtet. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Wir können gerne darüber sprechen, wie man sich ein erfolgreiches Online-Business aufbaut, sei es beispielsweise im Bereich Amazon Kindle, sei es beispielsweise im Bereich Online-Kurse, sei es T-Shirt-Business, sei es was auch immer. Ich mache in vielen Fällen übrigens auch Erstberatungen. Das heißt, die Leute, die sich noch wirklich unsicher sind und die nicht wissen, welche Art von Gewerbe, welche Einkommensströme sie aufbauen möchten. Ihr könnt, wie gesagt, gerne zu mir kommen und ich helfe euch Schritt für Schritt das Gewerbe anmelden, die richtigen Einnahmequellen finden, vor allen Dingen auch eine Analyse zu machen von euren Stärken, von euren Schwächen und diese zu paaren mit tatsächlich den Einnahmequellen, die es dort draußen gibt. Das ist, wie gesagt, meine Aufgabe. Dabei würde ich euch gerne helfen. Deswegen Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung drin. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.